Wir stehen hier in Griet. Das ist eine Ansammlung von Menhiren. Die gilt als die größte hier auf Bornholm. Gestern hat man ja schon Luisenlund besucht. Das ist die zweitgrößte Ansammlung von Menhiren. Da gibt es noch 50 dieser stehenden Steine. Hier in Griet sind es 64. Einstmals sollen es über 100 gewesen sein. Aufgrund von Funden datiert man hier diese Fundstätte oder diese Ausgrabungsstätte in die Zeit der Wikinger bis zurück in die sogenannte Eisenzeit, also etwa von 200 unserer Zeitrechnung bis 950, 990 unserer Zeitrechnung. Und da hat man also Grabfunde gemacht und demzufolge gehen die Archäologen davon aus, dass es sich hier tatsächlich um eine Begräbnisstätte handelt, vorwiegend mit Brandbestattungen, wie Ausgrabungen im Jahr 2011 zutage gefördert haben. Ob das tatsächlich ursprünglich wirklich nur eine Grabstätte gewesen ist hier oder ob das ein heiliger Platz war, den man dann später nur als Begräbnisstätte nachgenutzt hat, das haben die Forschungen bisher natürlich noch nicht zutage gefördert.